Und jetzt an der Seite habe ich die Mutter von Wolfgang, die Johanna. Und einfach mal die Frage, wie fühlt sich die Mutter, wenn sie ihren Sohn auf der Bühne sieht und hört? Ja, ich bin ganz stolz auf ihn und toller Erfolg und ich bin ganz stolz einfach. Und seit wann war es denn eigentlich sein Sinn und sein Ziel, die Musik zu verfolgen? Das war schon als Kind. Als Kind hat er schon einen Traum gehabt, dass er einmal Musiker werden wird. Und daran hat er gearbeitet bis jetzt, ganz ehrgeizig. Und wie man sieht, mit Erfolg. Was wünscht die Mutter jetzt für ihren Sohn? Ich wünsche ihm alles Gute, viel Erfolg und Glück und dass es so weitergeht. Alles Gute einfach. Und dafür auch von meiner Seite aus alles Gute. Ich bedanke mich und auch für die Mutter alles Gute und viel Erfolg. Na? Was ist für die Plattenfirma eigentlich das Besondere an dem Produkt? Ja, dass es eine eigene Eigenständigkeit hat, dass man Wolfgang Frank stimmlich erkennt, dass er aus der Masse herausragt und ich sage jetzt mal etwas ganz platt, dass er singen kann. Das ist ja heute nicht mal ganz so alltäglich in dieser Hightech-Branche, sage ich mal, in dieser Plastikbranche, die ja immer anonymer teilweise auch wird. Und da ist es von Vorteil, wenn ein Künstler richtig Musiker mit Herz und Seele ist, das ist der Wolfgang. Und ich finde auch diese Symbiose sehr gut mit dem Christian. Also, und das kommt auch rüber in den Songs. Also man merkt, das ist authentisch. Also der Typ, der diese LP präsentiert, der Wolfgang Frank mit der 13, das ist er auch. Das, was er singt, das passt. Das ist also eine Einheit. Und das macht es natürlich auch interessant, dieses Produkt dann vertreiben zu dürfen, an die Medien zu bringen und zu schauen, dass möglichst viele Radiospielungen kommen, dass Fernsehsachen kommen und. Und da ist er, glaube ich, auf einem sehr guten Wege. Ja, gut, dann drücken wir da auf alle Fälle die Daumen. Klar, und sein. 13 Daumen. 13 Daumen. 13, eine magische Zahl. Also, es ist wirklich eine Zahl, sozusagen, oder? Es ist eine sehr magische Zahl. Man hat ja die CD gestern präsentiert, es war die 13. Woche. Wenn man die 13 selbst mal so sieht, dann ist es so, ja. Lottospiel. Italien, richtig, Glückszahl. Da ist beim Fußball-Toto, ist 13 der Volltreffer. Dann war es bei den Mayas, ist es eine heilige Zahl zum Beispiel. Dann gibt es ja andere Völker, die feiern auch die 13. Insgesamt, sage ich mal, gibt es ja auch Schlager ohne Ende mit 13. Wir haben ja gestern noch geflaxt. Ja. Über 13 Brücken musst du gehen. Ja, okay. 13 Jahre blondes Haar. Genau. Ich meine, es ist mathematisch gesehen die sechstkleinste Primzahl. Auch da rankt sich ja wieder was drumherum. Also sie hat was, die 13. Es hat was, genau. Und es ist die erste neue Zahl im 12er-System. Genau. Mhm. Ja, und insofern eigenständig. Und das passt zu Wolfgang. Also wir hatten beim Griechen gesessen, kann man ja ruhig mal verraten, waren schön essen und trinken und so und haben überlegt, wie soll das Album heißen. Mhm. Und das Besondere an dem Album war, dass alle Titel gleichwertig sind. Also ist es nicht so, wie man es oft hat beim Album, naja, da hast du halt drei Fülltitel drauf oder was auch immer, sondern hier war jeder Titel eigenständig. Mhm. Und da war halt die Gefahr, wenn man jetzt einen rausnimmt und sagt, okay, diesen Titel nehmen wir raus, dann nehmen wir die LP, damit wir die anderen wieder unterordnen. Und irgendwann haben wir gesagt, na gut, wir haben 13 Lieder, dann nehmen wir das Ding 13. Einfach 13. Und dann haben wir ein bisschen gefachsimpelt und überlegt, ich plaudere euch mal ein bisschen aus der Kiste. Er hat sein erstes Kondom mit 13 gezogen. In diesem Modell. In diesem Modell. Übrigens. Ja. Und wir haben dann festgestellt, dass es so viel mit 13 zu tun hat. Also wir nennen es 13. Weil es 13 hochwertige Songs sind, 13 tolle Songs, eben 13. Mehr nicht. Einfach 13. Ja. Gut. Man denkt mal an Schneewittchen und die 13 Zwerge. Genau. Ja, oder die 13 Meilenstiefel. Genau, klar. 13 auf einen Streich. Oder ein Jahr hat 13 Monate. Richtig. Oder das 13. Monatsgehalt. Genau, nicht das. Ganz wichtig. Das ist ökonomisch gesehen. Ja, es ist schon, also ich meine, wenn man sich da so ein bisschen mal reindenkt und es schafft eine Eigenständigkeit. Und wir haben auch darauf verzichtet, jetzt das Wort auszuschreiben, sondern als Zahl. Und das deswegen als sehen. Zahl. Das ist ganz klar. Als, ganz das richtig. Ist eine Marke, die 13. Ja. Jetzt rede ich mal so ein bisschen, sind zwei Österreicher, ich bin der einzige Deutsche hier. Aber ist ja nicht schlimm. Das ist eigentlich auch noch eine gute Frage. Wir sind ja zusammengekommen. Ihr sitzt hier in Vorarlberg, die Plattenfirma in Halle. Ach, das sind Zufälle.
Zufälle, ja, wie das Leben oft so spielt, aber wir kennen uns auch schon seit 13 Jahren. Ja. Nein, das ist mehr, 15 Jahre. Ja. Haben wir auch schon schöne Projekte zusammen produziert, auch erfolgreiche, die auch in den Hitparaden so waren und so. Und ja, es hat sich einfach fortgepflanzt. Und dann wart ihr beiden ja jetzt Anfang des Jahres auch in Las Vegas zusammen. Ja, was war das für eine Erfahrung? Wir haben für eine amerikanische Fruchtsaftfirma einen Song, einen Werbesong schreiben dürfen. Also wir haben den Auftrag bekommen. Aber ohne das Produkt im Lied zu nennen, damit es auch der Rundfunk spielen kann, weil wenn ich im Rundfunk die Marke nenne, wird es nicht gespielt und ist Werbung. Ne? Also ähnliche Fälle hat Coca-Cola zum Beispiel gemacht oder wenn man First Time oder Bacardi Feeling und so. Ja, ja. Und wir haben das jetzt für diese amerikanische Fruchtsaftfirma gemacht. Und denen hat der Song so gefallen, dass sie uns spontan nach Las Vegas zu einem Firmenmeeting eingeladen hat. Und da waren also Mitarbeiter, Kunden, Geschäftspartner und es waren 8000 Menschen im MGM Hotel, da haben wir in einem großen Ballsaal dieses Lied dann vorgestellt. Es gibt ein schönes Video auch auf YouTube, ja, weil wir wollten den Amerikanern den österreichischen Flair rüberbringen und wir sind in Lederhosen aufgetreten, in kurzen. Und das war gigantisch. Dann. War gigantisch, ja. Die Leute, die sind Kopf gestanden. Dann, ja. Und wer das Lied hören möchte, ist auch Nummer 13. Auf der 13. Ne? 13. Genau. Das ist die Nummer 13. Ich pack's jetzt einfach mal aus. Richtig. Du musst ganz schön auspacken. Das ist jetzt wie in der Kochshow oder so. Muss ich meinen. Ja, guck mal. Ja, wie viel Seiten, wie schön das gemacht ist. 13 Seiten, oder? Na, ein bisschen mehr gemacht. Wir wollten ein bisschen mehr machen, haben 26 gemacht. Ja. Das Doppelte. Muss auf Vorder- und Rückseite bedruckt werden. Ja, genau. Aber, wir haben jetzt leider keine 13 CDs hier, sondern nur 3. Und die wiederum sollen an euch, liebe Podcast- und Promi-Geflüster-Zuschauer gehen. Ich würde sagen, und könnt ihr gleich welche unterschreiben? Ja, klar. Da gibt es gleich noch eine ganz spezielle Widmung drauf. Schau, ob das noch schon geht. Ob das schon geht. Seit 8 Uhr morgens ist schon heiße Zeit. Eieiei. Aber gut, gefrühstückt haben wir schon, oder? Ja, das. Ja. Handsigniert? Handsigniert, ja, aber schlecht signiert, weil der Stift einfach nicht mehr geht. Da hinten wäre noch ein Stift. Ja. Ich verlasse das Bild. So. Kein Thema. Aufrecht. Und es sind wirklich gute Songs. Ich habe es, wie gesagt, live erleben dürfen. Und wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit, einfach per Mail wiederum an www.promigeflüster.de reinklicken oder wie gesagt die Mail dann an fspress@t-online richten und einfach dazu schreiben, ich möchte eine CD von Wolfgang Frank und dann mit etwas Glück geht eine an euch raus. Wer mehr Informationen haben möchte, wo kann er nachlesen? Es gibt ja bestimmt eine Homepage. Ja, auf jeden Fall. www.wfrank.at, also wfrank zusammengeschrieben. Christian auch eine schöne, übrigens. Ja, www.c wie Christian, t wie Tochiani, also tt-music mit c am Schluss.com. Vorbeischauen. Alle Informationen sind da. Wolfgang Frank, was gibt es eigentlich Privates oder wird es Private eher ein bisschen außen vor gehalten? Es gibt einen Wolfgang Frank musikalisch und einen Wolfgang Frank privat und, ja, und so möchte ich das auch immer alles klar behalten. Musik steht im Vordergrund, ganz klar. Und wie gesagt, ich bedanke mich dann jetzt in diesem Fall recht herzlich bei dir, dass ihr alle nochmal kurz Zeit gefunden habt. Gerne. Ich wünsche euch viel Erfolg mit dem neuen Produkt und danke, dass es gut nach oben geht. Ja. In diesem Sinne, gute Zeit. Alles Gute. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Ciao.